Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play Call of Duty Ghost. Das Spiel, wo man kein Gehirn anstrengen muss. Ich sag mal so, das Spiel, man hatte letzten, also die ersten Aufnahmen gehört und gesehen. Das Spiel ist nicht das, was du deinen Eltern vorzeigst, wenn du ihnen versuchst, die Faszination von Spielen zu zeigen. Also, das heißt, ja, ist ja dumm formuliert jetzt. Call of Duty ist nicht das Spiel, was du deinen Eltern als Erklärung vorzeigen möchtest. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst einfach, was ich meine. Das Spiel, es ist einfach so grenzwertig unter dem Nullpunkt. Nicht mal Schinken kommt genauso schlecht rüber, also... Ich habe keine Ahnung. Also wenn ich ihn zwischen Schinken und Rippchen erst geben müsste, würde ich sagen, er ist eine Pute. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Vergleich gewesen sein soll. Wir drücken Start. Kampagne. Nehmen diese Festplatte. Spiel fortsetzen. Ja. Und wir stürzen gleich rein. Sie kamen aus den Schatten und verschwanden im Licht. Außerhalb der Mauer lag ihr Ruf über dem Niemandsland wie eine Wolke aus Furcht. Eine viel effektivere Waffe als aller Stahl der Welt. Merrick und Keegan, das waren die Männer, von denen Dad sprach. Die Ghosts. Und jemand legte sich mit ihnen an. Sie waren unterwegs nach San Diego, Föderationsgebiet, um ihren Mann Ajax zu suchen. Ghosts. Wir haben sie uns nur vorgestellt. Jetzt wollen wir zu ihnen gehören. Ja, ich glaube, die Vorschau hatten wir schon beim letzten Mal. Gleich erstmal wieder an diese schlechte Grafik gewöhnen. Ich und der liebe Impi haben noch ein Let's Play Together in Planung. Er ist nicht auf dem Feld. Such bei der Pressetribüne. Das Problem ist nur... Was soll das denn? Das Problem ist nur, dass er zum einen zeitlich nicht wirklich, zeitlich nicht konnte, weil er Studium und sowas hatte. Und heute wollten wir eigentlich anfangen. Das Problem war nur, dass auf dieser Platte, wo ich... auf dieser Festplatte, wo ich, wo soll ich suchen? Eine Festplatte, wo ich aufnehme, kein Internet habe und wir wollten zusammen skypen. Etwas ist auf der zweiten Ebene über dem Schlagmal. Er ist nicht auf der linken Seite. Aber da ja... 12 Uhr, vergrößern. Genau da, vergrößern. Er ist es, das ist unser Junge. Sie verlegen ihn, wir müssen los. Gehen wir da rein? Was ist mit Verstärkung? Dafür bist du da. Der Konvoi nähert sich. Präzise Ziel. Wir müssen die Einsätze später auslösen. Wo bleibt er denn? Da kommen sie. Markier die Trucks. Ich weiß. Ich mag die Waffe. Das haben wir schon Riley, der hat gefurzt. Oh. Oh, oh, oh. Ich hoffe, ich durfte durch diesen Staub jetzt laufen.
Achso. Riley ist als erstes reingesprungen, er ist dominant. Das ist böse. Sollten wir Hundeflüsterer rufen. Sie verlegen Ajax, unser Fenster schließt sich schnell. Ah, Telefon. So, weiter geht's. Nur zur Info, ich mag den Hundeflüsterer. Nur damit du Bescheid bist. Hoppala! So ein Scheiß! Hat nicht funktioniert! Nein, Entschuldigung, ich mach's jetzt richtig. Hier kannst du was lernen. Vielleicht sollte ich mal unserer Pappfigur nachstellen und auch mal nichts sagen, die ganze Zeit. Auf zu bellen. Eigentlich hätte das gar nicht passieren dürfen. Wir hätten uns ein bisschen aufjagen müssen. Yeah, sinnlos draufgeballert. Passen auch gerade so durch, wa? Telefon! So, da bin ich wieder. Viel zu schnell nachher. Super. Sollte ich dann wahrscheinlich eher auf diesen hier machen. Und Angriff! So eine Granate! Und Angriff! Was sind denn alle? Ich bin ja der Sniper. Wie man sehen kann. Fuck you. Wahrscheinlich darf ich keine Sniper benutzen gerade in dem Moment. Ich will eigentlich nur mal klarstellen, das Können der Ghost League darin, überall rein zu brechen und dann irgendwas in die Luft zu jagen und dann reinzurennen. Das kriege ich auch so hin, dafür brauche ich keine Special-Ausbildung. Oh ja, ja, fuck dir gleich. Mach mal. Okay, was soll das mal mit dem Ding jetzt hier? Bams. So, was ballt mich denn da oben ab? So. Ja, normalerweise müssten wir auch ich und der MP noch Splinter Cell ein paar Missionen machen. Together mäßig, aber so die Faszination Splinter Cell ist so ein bisschen verloren gegangen. Daher wird da auch nicht mehr so viel kommen. Da braucht ihr so keine großen Hoffnungen mehr zu machen. Auch Halo müsste man eigentlich wieder machen. Aber ich will jetzt, wenn ich Let's Plays aufnehme, Together, will ich auch in vernünftiger Grafik aufnehmen, in vernünftiger Tonlage aufnehmen. Und das kann man halt mit dem Raptor nicht. Los, Ajax hackt nicht mehr lange. Daher kann ich mit dem so in der Art und Weise kaum LPT machen. Außer er wäre halt hier. Würde hier hinkommen.
Wir würden von hier aus das drehen. Habe ja den Platz dafür. Ajax sollte hier oben sein. Finger am Abzug. Oh, ich laufe voraus. Ist das gut? Hier genau sollten Sie Ajax festhalten. Schau durchs Scharfschützengewehr. Okay. Verwend das Scharfschützengewehr. Mach ich doch. Und jetzt? Egal. Du schießt, wir stürmen rein. Aber ich sehe keinen. Auf dein Zeichen. Oh, Tribble! Freaky! Links sicher! Drei Leute auf einen Schuss. Er ist nicht hier! Wo ist er? Wo ist er? Wo hast du ihn hingebracht? Hallo, wir sind Rudelführer! Wo ist er? Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er ist! Riley hat eine Fährte. Los jetzt! YOLO! Hat er YOLO gesagt? Der hat YOLO gesagt! YOLO! Der hätte Palais sagen müssen. Hui! Erledige die Raketenwerfer mit dem Scharfschützengewehr! Dann können wir den Hund auch reinjagen! Eben nicht. Machen wir es halt unlogisch. Nicht verarschen. Alles gesichert. Bleib bei Ryan. Er führt uns. Ich bleib bei Riley. Ich darf Hunde Zitter spielen. Oh, wie ein normaler Hund läuft da. Ist eigentlich kastriert? Kleiner Schnäffel, bist du kastriert? Ja. So, wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Feindliche Patrouillen. Circa ein Dutzend. Dafür haben wir keine Zeit. Könnt ihr noch ein bisschen lauter sprechen? Weil die sind noch nicht nah genug dran. Tränengas unter dem Tor durchwerfen. Hab ich schon. Verdammt nochmal. Ach so. Ich habe schon bemerkt, dass das ein Kollege ist, aber ich dachte, ich wollte mal gucken, wie weit man gehen kann. Kontakt, 20 Meter. Da rushen wir jetzt einfach mal ganz geschickt durch. Da haben wir jetzt keine großen Gefangenen oder sowas. Mal kurz durchladen hier. Oh. So, dann machen wir ganz gesucht hier jetzt alles mal, ne? Weil wir sind jetzt voll die Special Agenten und sowas. Komm, Riley, fress! Will nicht, okay. Alter, wie lange braucht ihr noch einen scheiß Typen zu erledigen? Jetzt macht er einen Pack, fack ist er! Verdammte Scheiße, ihr seid so blöd, Alter! Das guckt jetzt so blöd. Hier ist keine Vorführung am Laufen. Verdammt, Hacke. Wir müssen sie jetzt festhalten. Kriegen, Logan. Ja, ich habe ihn schon gefunden. Lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich durch. Ich hätte es auch schon früher machen können.
Mann. Da rein. Oh, wo muss ich hin? Keine Ahnung. Ah, hier muss ich hin. Wir haben eine Tür. Keine Wahl.